Ich bin zurück aus der Winterpause und möchte heute mit dem Knallgasbrenner zwei verschiedene Objekte den hohen Temperaturen von 3000 Grad Celsius aussetzen. In einem älteren Video hatte ich diesen Stein angeschmolzen bzw. konnte mit der Flamme Buchstaben reingravieren. Dazu hatte ich dann sogar die kleine Düse verwendet. Die habe ich jetzt hier auch noch aufgeschraubt. Es gibt verschiedene Düsen mit minimal unterschiedlichen Durchmessern. Das hier ist jetzt, boah, ja, mache ich gleich. Das ist Düsenaufsatz A mit dem geringsten Durchmesser. Ich werde jetzt mal Düse C verwenden, die ist, ich würde jetzt mal schätzen, doppelt so groß vom Durchmesser. Dadurch ist die Flamme temporär größer. Ich weiß jetzt nicht, ob der Tank dauerhaft ausreicht oder die Nachproduktion von Wasserstoff und Sauerstoff. Bei der Düse A kommt ja relativ wenig Gasgemisch raus, deswegen kann also der Tank sich, während ich den Brenner benutze, auch sogar auffüllen. Bei dieser Düse muss ich ausprobieren. Es kann sein, dass ich dementsprechend immer nur temporär die Brennerflamme nutzen kann und dann wieder warten muss, bis der Tank sich gefüllt hat. Im ersten Schritt möchte ich ausprobieren, was passiert, wenn ich die 3000 Grad Celsius heiße Flamme auf diesen Kohlenstoffwürfel richte. Das sind 99,9% reiner Kohlenstoff, die sich hier in dieser Würfelform befinden. Und da werde ich dann mal ausprobieren, was passiert. Und im zweiten Schritt möchte ich dieses Bruchstück einer Tasse ebenfalls der Flamme aussetzen und schauen, ob ich auch hier irgendwas gravieren oder eine Oberfläche ändern kann, dass man dann auch nachher, wenn es abgekühlt ist, theoretisch einen Buchstaben oder so reingravieren konnte. Das werde ich mal anschauen und wir fangen mit dem Kohlenstoff an. Für Experimente gilt wie immer geeignete Schutzausrüstung tragen. Der Knallgasbrenner produziert durch Elektrolyse etwa 110 Liter Wasserstoff und Sauerstoff pro Stunde. Mit dem Regler kann ich bei den verschiedenen Düsen steuern, wie viel Gasgemisch durchgelassen wird. Dass man die eigentlich farblose Flamme erkennen kann, liegt am Kaliumhydroxid, das die Leitfähigkeit des Wassers für die Elektrolyse erhöht und davon Spuren im Gasgemisch enthalten sind. Der Kohlenstoffwürfel war etwa 15 Grad Celsius kalt. Als Verbrennungsprodukt entsteht ja nur Wasserdampf. Und der kondensiert an der Oberfläche des Würfels und bildet relativ schnell einen ganzen Wassertropfen. Das kann man so lange beobachten, bis die Grundtemperatur des Würfels so weit gestiegen ist, dass nichts mehr an der Oberfläche kondensieren kann. Ich war im ersten Moment etwas enttäuscht, als scheinbar nichts passiert. Aber achtet mal auf die Ecke und die Schrift. Die 3000 Grad Celsius heiße Flamme verbrennt die obersten Schichten Kohlenstoffatome zu Kohlenstoffdioxid, wodurch sich die Schichten nach und nach abtragen. Die Ecke wird beispielsweise abgerundet. Erst wenn man die Flamme sehr lange auf eine Stelle richtet, bildet sich durch die Abtragung eine kleine Mulde und vereinzelt glühen Partikel auf. Noch sieht der Würfel relativ harmlos aus. Schaut aber mal, was passiert, wenn ich Wasser in den Schmelztiegel gieße. Das Wasser ist übrigens blau durch Lebensmittelfarbe. Das könnt ihr ignorieren, das war nämlich für ein anderes Experiment. Richte ich den Brenner erneut auf den Kohlenstoffwürfel, sieht man, wie schnell das Wasser wieder anfängt zu sieden. Dadurch wird deutlich, wie viel Energie in dieser Brennerflamme steckt. Kommen wir jetzt zum Bruchstück der Tasse. Das Material ist Porzellan und es besteht aus Kaolin, Feldspat und Quarz. Es wird in Öfen bei unterschiedlichen Temperaturen gebrannt, um verschiedene Eigenschaften im Endprodukt zu erhalten. Daher vermute ich, da es schon gebrannt wurde, dass es widerstandsfähiger als Glas oder Stein gegenüber der Knallgasbrennerflamme ist. Für das weitere Erhitzen nehme ich das kleinere Bruchstück. Es heizt sich schneller auf und bekommt eine gleichmäßigere Temperatur, wodurch die Gefahr von Splittern reduziert wird. Das Porzellan glüht so hell auf, dass ich meine Schweißermaske tragen muss, um etwas erkennen zu können. Man sieht aber auch nach dem ersten Versuch, dass entgegen meiner Vermutung das Porzellan geschmolzen ist. Es ist sogar durch die sehr hohen Temperaturen transparenter geworden. Es hat also die Eigenschaften durch die 3000 Grad Celsius verändert. Stelle ich jetzt die Belichtungszeit auf 1/600 Sekunde und schließe die Blende so weit wie möglich, kann man in den Brennbereich schauen. Hier könnt ihr jetzt noch das Video mit dem Knallgasbrenner und dem Stein anschauen und hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar.